Wie ein bisschen. Frage ist. Ah, jetzt! Jetzt ist da. Bei euch auch? Ja, bei euch auch. Gucken, ob die Einstellungen geblieben sind. Ja, super. Ja, da läuft's jetzt, ne? Können wir losmachen und so. Ja, bestätigen. Zurück. Neue Geschichte. Hier, nicht spoilern, ne? Okay. Wenn es keiner ist, dann ist es gut. Lass mich raten, hier wird nun mal als Musik laufen. Ja, ich habe hier die Musik ausgeschaltet. Es kann sein, dass hier eigentlich nur Musik laufen würde. Weil ich habe mir angewöhnt, ich mache keine Musik mehr an. Wie tut es nicht? Ist kein Ton da oder was? Der redet. Dann ist es aber Musik, weil jetzt ist Ton da. Na, vielleicht können wir doch ein bisschen Musik anmachen. Hab ich. Genau, so. Ach, jetzt können wir die nicht ändern. Tolle Wurst. Ich mach mal den Ton ein bisschen lauter. Willkommen zurück. Hast du das gesehen? Dad hat gesagt, nur wir wären jetzt hier. Josh. Ach, wir sind das. Sehr gut. Erstmal checken, wie die aussieht. Also die ist auf jeden Fall schon mal nicht ganz schlecht, würde ich sagen. Habt ihr Lag? So, LS. Da hinten blinkt's, da müssen wir wahrscheinlich hingehen, nehme ich mal an. Mich stört es ein bisschen, dass man die Kamera nicht verändern kann. Geht alles, sehr gut. Yeah, ne Bottle. Crack, okay. Was soll ich damit jetzt anfangen? Das ist eine Flasche, toll. Shit, Josh. Hast du uns alle übertroffen.
Okay, der ist ein Alki, ich hab verstanden. Was, ich soll um 2 Uhr morgens ins Gästehaus kommen? Die beiden pennen doch, warum laberst du die ganze Zeit? Vielleicht sollten wir einfach ein bisschen, du weißt schon, rumknutschen und Hä? sehen, was daraus wird. Okay. Klar mache ich manchmal gar nichts. Kein Thema. Was hat sie denn jetzt gesehen? Was machen wir jetzt? Wir wecken den Josh. Hä? Ach recht, der Stick. Spaß. Es war nur ein Spaß, Han. Was habt ihr getan? Wir haben bloß rumgealbert. Es war nur ein Scherz. Ihr Idioten! Hannah! Hannah! Geh doch nicht alleine los. Ihr jetzt nachlaufen? Weißt du, ich glaube, du bist der letzte Mensch, den sie jetzt sehen will, Mike. Oh, shit. Was? Bitte? Ja, sicher, natürlich. Hallo? Das ist eine Frau. Ich muss richtig tippen zur richtigen Zeit. Ich habe Angst, dass sie stirbt. Frauen leben, Männer sterben. Nicht vergessen. Fußspur folgen. Du Scheiße! Wölfe! Scheiße! Fuck! Shit! Verdammt, Hanna! Wo steckst du? What the fuck, das Touchpad benutzen? Ach, eine Taschenlampe, wie geil ist das denn? Das ist ja cool gemacht. Die darf nicht sterben, Ruhe jetzt hier. Was soll das? Das ist ja wie, als wenn ich sterben würde. Wow, 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 schon wieder so ein Wolf. Mädchen, ich kann deinen Hintern sehen. What? Was ist das? Hä? Moment, Moment. Warum macht die Kuh denn nichts? Bist du dumm? Ich hasse sie. What?
Totemprophezeiung. Schwarz, Tod, der mögliche Tod der Person, der sie. Was? Sie es findet? Hallo? Moment. Nee, nichts erklären. Nur wenn ich mich echt richtig doof anstelle. Ich behaupte jetzt einfach mal, das war jetzt nicht der Fall. Alter, die kann doch nicht bei dem Wetter in die Wildnis stapfen. Oh! Ein Gaswerk im Wald. Wer ist denn das? Nein! Nicht weiter in den Wald! Oh Gott! Nein, das Handy! Dumme Kuh! Festhalten! Festhalten! Der ist doch irre! Wir lassen los! Im Moment, es kann nicht sein, dass ich angefangen habe gerade und schon zwei Leute tot sind. Oh fuck. Bevor wir beginnen, sind da ein paar Dinge, von denen ich sicher gehen muss, dass du sie auch verstanden hast. Also niemand kann ändern, was da passiert ist. Das liegt außerhalb unserer Kontrolle. Das musst du akzeptieren, um weitermachen zu können. Aber diese Einsicht bringt Freiheit mit sich. Jede Entscheidung und alles, was du ab jetzt tust, öffnet Türen in die Zukunft. Bitte? Ich möchte, dass du daran denkst. Bitte denke immer daran, während deines Spiels. Jede einzelne Entscheidung beeinflusst dein Schicksal und das aller anderen. Also, du hast dich entschlossen und startest dieses Spiel. Das Bitte? Ist bedeutsam. Nein. Und ich werde dir dabei helfen. Manchmal können diese Dinge ein wenig gruselig, sogar erschreckend sein. Aber ich werde dir dabei helfen, egal wie grauenerregend es werden mag. Du wirst deinen Weg dadurch schon finden. Hm? Okay. Wir fangen mit einer einfachen Übung an. Nimmst du dir bitte diese Karte? Echt? Ich muss da ehrlich antworten? Und siehst du das Bild auf der anderen Seite an und sag mir, was du dabei fühlst. Es ist unerlässlich, dass du ehrlich antwortest, um aus diesem Erlebnis alles herauszuholen. Grinst denn so, du Arsch? Eine Scheune? Mit einer Vogelscheuche. Ja. Und was hat dieses Bild in dir ausgelöst? Und sei bitte ehrlich. Nix. Ich bin glücklich. Ah, das ist gut. Auf welche Weise hat es dich glücklich gemacht? Freiheit. Es ist friedlich. Interessant. Sehr interessant.
Wärst du glücklich, damit eine Woche hier zu bleiben? Nein. Ganz allein für dich? Aus welchem Grund? Ich wäre einsam. Oh, tja, es ist ein schmaler Grat zwischen der Friedlichkeit des Alleinseins und der Einsamkeit der Isolation. Dieses Thema sollten wir noch etwas vertiefen. Meinst du nicht? Der ist der Killer. Heute ist unsere Zeit um. Verbringen bis zur nächsten Sitzung viel Zeit mit Freunden. In einer Atmosphäre von Sicherheit. Bitte was? Wieso kann das denn jetzt ein Fehler gewesen sein? Ich mache meinen eigenen Horrorfilm, okay? Ey, wenn ich Angst bekomme, Leute, ist hier Schicht im Schacht. Da hört ihr mich schreien und dann ist der Stream zu Ende. Ich krieg so schnell Angst teilweise. Heutzutage. Ich hätte vielleicht doch Musik anmachen sollen, ey. Bisschen doof ohne. Nicht frech werden jetzt. Also beleidigen müssen wir uns gegenseitig nicht. Hart erschreckt hat's dich, okay. Heute vor genau einem Jahr kam es zu der schrecklichen Tragödie auf Mount Washington. Sheriff Annie Klein, die die Untersuchung geleitet hat. Danke für die Einladung. Den Ermittlungsstand für Hannah und Beth Washington, den noch immer vermissten Zwillingen. Heute Abend vor einem Jahr verließen die Washington-Zwillinge die elterliche Lodge und liefen in einen Schneesturm. Verbrechen gab es? Nein, offiziell nicht. Ein Mann könnte mit dem Vorfall im Zusammenhang stehen, doch sein Aufenthaltsort ist derzeit unbekannt. Er hatte eine interessante Verbindung zur Washington-Familie. Warnte er sie vor der Durchführung des Bauprojekts und behauptete, das Land wäre seinen Vorfahren heilig. Da gibt es auch noch dieses alte Sanatorium auf dem Berg. Könnte er sich da verstecken? Meine Leute haben das Gelände durchsucht. Konnten die Mädchen auch nicht so weit gekommen sein. Etwas an diesem Berg scheint Tragödien geradezu anzuziehen. Mehr als Sie ahnen, Marty. Danke, dass Sie hier waren. Mit Gefühl gilt der Familie Washington und ihrem Sohn Josh. Heute, am Jahrestag des mysteriösen Verschwindens von Hannah und Beth Washington. Und hallo, Freunde und Fans. Okay, und gleich von vorn. Okay. Na, hallo, Freunde und Fans. Es ist mega abgefahren, dass ihr dieses Jahr alle wieder hier seid. Erstmal muss ich sagen, ich bin super begeistert, alle meine Freunde wieder dabei zu haben beim alljährlichen Blackwood Winterausflug. Also, ich will nur ganz kurz das ansprechen, was alle im Hinterkopf haben. Ihr wisst schon. Ich weiß, ihr macht euch sicher alle Sorgen um mich. Und ich weiß, es wird schwer für uns alle zurückzukommen. Nach dem, was letztes Jahr passiert ist. Aber ihr sollt alle wissen, ich meine, es bedeutet mir so viel, dass wir das durchziehen. Und ich weiß, wir machen das auch für Hannah und Beth, dass wir wieder alle zusammenkommen und an sie denken. Ich möchte wirklich ein paar schöne Stunden mit jedem Einzelnen von euch verbringen und Augenblicke teilen, die wir nie vergessen werden. Zu Ehren meiner Schwestern und, naja, okay, also, diese Party wird absolut abgefahren, verstanden? Das Ganze hier wird ein Trip, den wir nie mehr vergessen, okay? Yeah!
Da klingt er selber nicht begeistert. Gasmasken, Feuer. Eine Kapelle gibt's auch. Blackwood Pines. Aber warum kommen die nach einem Jahr dann schon wieder dahin zurück? Ich würde doch da nie wieder hingehen. Memento Mori, okay. Oh, scheiße, nee, oder? Der Machetenirre ist schon wieder da. Umsichtig, abenteuerlustig. Okay. Hallo? Ist jemand hier? Zehn Stunden muss ich überleben. Ist ein Zettel oder was? Was? Warum denn das? Oh, Scheiße, lassen wir's. Und jetzt, wie soll ich da drüber kommen? Kann doch nicht da drüber klettern, hallo? Sicher natürlich, hallo, sonst brechen wir uns hier noch schon das Genick. Ich glaube, das mit den Quicktime-Events macht mir mehr Stress als alles andere. So, dann gehen wir mal Richtung Haus. Ich denke, da sind wir am sichersten. Yeah, Mann, wir haben es gefüttert. Geh zur Seilbahnstation. Okay, es geht noch weiter hoch. Ich habe gedacht, wir wären schon beim Haus. Ja, Schmetterlinge sind ja toll. Gefahr, rote Schmetterlinge. Tod, schwarze Schmetterlinge. Verlust, braune Schmetterlinge. Führung, gelbe Schmetterlinge. Und Glück sind weiße Schmetterlinge. Das ist schon mal gut zu wissen, denke ich.
Ja, hallo, ich will das anfummeln. Toll, das ist total nichtssagend. Führungstotem. Führung, gelb. Oh, hier ist ein Rucksack. Bist du hier? Dein Rucksack ist hier. Wo bist du? Du steckst nicht da drin, oder? Hallo? Was haben wir denn hier? Oh, ein Handy. Wir machen die Tasche zu. Wir sind ganz nette Leute. Was ist denn das für ein Kerl? Humorvoll. Methodisch. Oh, also. Ich hab da was Cooles gefunden. Was? Wird nicht verraten. Das musst du schon selbst sehen. Komm mit, hier lang. Wohin? Gleich hier drüben. Das wird dich umhauen. Wieso? Ich will das nicht angucken, hallo? Was ist das hier jetzt die Frage? Bei mir ist auch gerade ein Killer im echten Leben unterwegs. Ach komm schon, hier kommt doch fast nie ein Mensch her. Total tote Hose. Das ist doch der Kerl. Brandstiftung, das passt doch alles zusammen. Tada! Ziemlich krass, oder? Ja! Ja, Krankenwagen war bei mir. Das sind coole Babys. Babys ist nicht so das Wort, das mir einfällt. Was soll das überhaupt hier? Was meinst du? Was zum Henker macht ein Schießstand bitte am Fuß einer Skilodge? Sag mal, kennst du den Vater von Josh eigentlich? Ja. Er hält sich für einen Großwildjäger. Willst du mal? Nein, mach du ruhig, Rosa. Okay. Los geht's. Sind die 10 Stunden Echtzeit? Der ist gut. Nein, nicht das Eichhörnchen. Nicht schlecht. Ich hab dich erwischt. Hey, Scharfschütze, die Bahn kommt. Warte, ich hab jetzt den Dreh raus. Komm schon, Chris, die Seilbahn. Nicht spoilern. Also ich will die Jungs nicht umbringen, ne? Wenn die überleben, dann ist es gut. Aber grundsätzlich zielt mein Augenmerk auf die Damenwelt ab. Die sollen nicht sterben unbedingt. Nicht zwangsläufig. Nur wenn ich die Wahl habe, dann stirbt ein Junge. Echt ein komisches Gefühl, nach einem Jahr wieder hier zu sein. Ja, echt jetzt. In dem Moment, als ich ankam, kam sofort alles wieder hoch. Hey, das ist schräg. Abgeschlossen. Ja. Josh wollte, dass wir abschließen. Wegen der Leute. Was wollte er? Welche Leute? Na, keine Ahnung. Er meinte, es hätten mal Leute da übernachtet. Gruselig. Warum spiele ich jetzt den Typ? Der läuft schon so komisch. Ladies first. Ein wahrer Gentleman.
Da ist ein Fernseher, da gehen wir sofort hin. Ich dachte, die Bahn wäre schon näher. Das heißt wohl warten. Hotel und Sanatorium, das sind doch nie gute Voraussetzungen. Auch da oben ein Haus. Um zu zeigen, wie reich man ist? Die sind nicht so reich. Ihnen gehört bloß ein Berg. Keine Ahnung, was da war. War auf jeden Fall irgendwie Feuerwehr. Das ist ein bisschen unheimlich gerade. Ist die Bahn da oder wie? Bin aber noch gar nicht fertig mit dem Gucken. Endlich, kommst du? Ja, naja, ich wollte eigentlich für ein Nickerchen hier bleiben, aber. Steht bei der Alf auf dem Rucksack? Ist wie beim Abschlussball. Ja, das habe ich auch gedacht. Ja, auf ins Abenteuer. Ich hoffe, wir tun das Richtige. Romantisch. Ja, dass wir uns alle zum Jahrestag wieder hier treffen. Josh schien wirklich happy zu sein, dass wir zusammen was machen, oder? Ja, stimmt. Auf jeden Fall. So aufgeregt habe ich ihn echt schon ewig nicht mehr gesehen. Gut, gut. Er ist schwer einzuschätzen. Ich habe mir Sorgen gemacht. Nein, nein. Es war eine gute Idee. Ich hoffe, die anderen werden das auch so sehen. Wir sind doch alle hier, oder? Danke, Bro. Coole Sache. Hä? Sie dumm? Alles klar. Lassen wir die Vergangenheit ruhen und genießen die Fahrt. Ach ja, du hast recht. Weißt du, seit wann ich Josh kenne? Dritte Klasse. Josh saß ganz hinten im Raum und ich saß ganz vorne. Wir wussten nicht mal, dass der andere existiert. Aber dieser Junge neben Josh hat das Mädchen vor ihm immer an den Trägern ihres Sport-BHs gezogen. Und deshalb setzte der Lehrer ihn nach vorn, wo ich saß. Okay, und? Und ich musste nach hinten. Und? Und neben Josh, als Banknachbarn. Und bald auch als Freunde. Und das bis jetzt. Vorbestimmt vom Schicksal. Wäre es nicht so gewesen, dass Jeannie Simmons in der Pubertät war, 3 Jahre zu früh, und sie an dem Tag einen weiten Ausschnitt hatte, aus dem ihr Sport-BH geschaut hat? Ich meine, wer weiß, du wärst heute in dieser Seilbahn vielleicht allein. Gerade jetzt. Oder würdest dich mit jemand völlig anderem unterhalten. Oh, Schmetterling. Okay. Oh, wer ist das denn? Mikes neue Freundin. Selbstsicher, gutgläubig, respektlos gefällt mir aber nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Neue Leute. Zeit, sie zu begrüßen. Ah, jetzt spiele ich die Tante, okay. Denn da drin? Wir stecken in diesem Mistding fest. Lässt uns bitte hier raus. Bitte, bitte. Oh mein Gott. Ich dachte, wir wären verloren. Noch 10 Minuten und ich hätte mir das eigene Bein abgenagt. Ach, geht, Chris. Hey, ich habe viel Fleisch auf den Knochen. Das sind alles Muskeln, sonst nichts. Ja, klar. Hey! Ja. Was ist denn das? Chris! Meine Güte! Da schwärmt aber jemand ganz gewaltig für unseren guten Freund und lieben Jahrgangssprecher Michael Monroe. Chris? Und welche knisternden erotischen Fantasien unsere Jessica da wohl hegen mag. Ich will's wissen. Wir erklären's. Sind getrennt. Wir sind jetzt zusammen. Wow, Drama. Nicht wirklich. Eigentlich ein sauberer Schnitt. Em ist raus, ich bin drin. Oh. Okay. Gehen wir jetzt endlich zur Lodge rauf. Ich habe dieses ganze Naturzeug schon satt. Geht ihr doch schon vor.
Ich warte noch kurz hier auf, sonst noch wer ankommt. Du meinst Mike? Was? Ich meine, ihr wisst schon, irgendjemand. Aha. Sam. Hast du die Aussicht gesehen? Ich meine, total krass. Allerdings. Manchmal vergesse ich, auch mal stehen zu bleiben. Rutschen nicht an der Stelle bauen können, wo die Seilbahn endet? Mikes Ex. Intelligent, einfallsreich, überzeugend. Das ist doch schon mal gut. Dann wäre es nicht mehr so malerisch. Ehrgeizig, sportlich, motiviert. Finde ich nicht so gut. Weißt du? Und wo ist der Gepäckträger, wenn man einen braucht? Alter, was geht bei der? Ist die blöd? Was ein Arschkopf. Intelligent, engagiert, überzeugend. Zu geil. Michael. Ihr hättet wirklich mal eure Gesichter gerade sehen sollen. Mann, ich hätte dir fast eine reingehauen. Nicht schlecht. Michael, du bist ein Arsch. Kommt schon, Leute. Wir sind doch alle Freunde, oder? Kein Grund zur Gewalt. Ist doch nur harmloser Spaß. Wir sind hier im Wald. Es ist schaurig. Kommt schon. Lass uns doch die Stimmung genießen. Was ein Arsch! Echt jetzt? Was stimmt nicht mit dir? Ich will uns nur alle mal auflockern, Em. Sei doch nicht so. Wieso? Na, so wie du bist. Du reagierst immer so. Wir sagen Hallo. Michael. Ich spreche es jetzt einfach an. Ansonsten wird das ganze Wochenende echt scheiße für uns alle. Das Ganze ist super unangenehm. Und wir wissen das. Lass uns das einfach akzeptieren und abhaken. Okay? Matt. Verstanden. Ich seh's ein, ich will nicht querschießen. Gut. Sind wir cool? Klar. Wollt ihr jetzt noch rumknutschen? Oh mein Gott, absolut, wir knutschen auf jeden Fall. wie blöd. Nein. Ernsthaft, ich muss wieder zur Seilbahn und gehe jetzt zurück. Okay, bis dann. Bis dann. Okay. Bis dann. Ich weiß nicht. Was? Könntest du die da für den restlichen Weg tragen? Das Gepäck? Ja, die ganzen Taschen. Wieso? Ich muss erst mal zu Sam. Okay. Sorry, ich muss sie unbedingt erst finden. Ich habe total vergessen, dass ich mit ihr reden muss, bevor wir alle oben ankommen. Das kann ich warten. Wir sind doch fast da. Es ist wichtig. Matt, bitte. Ja, okay, dann geh halt hin. Aber warum? Ist die scharf auf den anderen? Okay, gut. Wenn es so wichtig ist... Dann spiele ich Packesel für den Rest des Wegs. Aber du schuldest mir was. Entschuldigung. Na, dann sind wir eben quitt. Ich überleg's mir. Sei aber vorsichtig. Wir sehen uns oben, Schätzchen. Dank dir. Matt hat tote Augen. Finde ich unheimlich. Ich müsste mal auf den achten, wenn er herumguckt. Was ist das? Ein Außenposten. Who the fuck is Ashley? Die mag Chris. Fleißig, neugierig, offen. Neugierig bedeutet, sie wird sterben. Wow, hallo. Da ist aber jemand ganz schön freundlich. Und zwar nicht auf rein freundschaftliche Art. What the fuck? Das machen scheint bei den beiden ja nicht viel zu bedeuten. Das finde ich ja... Oh, oh Gott! Gott. Eine Fresse, Alter. Wow. Tut mir leid, Herr Schiche. Ich wollte dich nicht erschrecken. Muss das sein, ja, also, Matt? Ich meine, ich wollte dich erschrecken, aber nicht völlig erschrecken. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hey, wow. Mann, tut mir echt leid, Ash. Ist okay. Schon gut, schon gut. Was schaust du dir an? Irgendwas Spannendes zu sehen. Lass mich mal ran. Was ein Arschkopf, ey. Wir sagen es kaputt. Nein, es ist irgendwie kaputt. Man sieht gar nicht richtig, was nur. Was? Ehrlich?
Bestimmt sehe ich einen coolen Bären, der einen Fuchs frisst oder sowas. Nee, siehst du nicht. Nein, ehrlich, Matt, man kann wirklich kaum was sehen. Ich habe schon Kopfschmerzen, nur vom Reinschauen. Also, nein, nein. Okay. Ach, klar, wenn du sagst. Man muss ja nicht von vornherein Stress machen. Meine Fresse, ich habe mich eben voll erschreckt. Wir lesen ein Buch, wir sind nämlich schlau. Das hast du jetzt nicht getan. Nimm die Hände dahin, wo ich sie sehen kann. Du bist umzingelt. Aber wie könnte ich mich da noch wehren? Welche Wahl habe ich, eine sexy junge Rebellin, denn noch, als mich dem jungen, strammen Militäroberst zu ergeben, der mich festnehmen will? Schneeball. Alter, der hier grinsen ist schrecklich. Die ist gut. Hallo, komm schon. Hey Mike. Boom, Schatz. Okay, jetzt hast du mich. Schon gut, okay? Du kannst dich nicht verstecken, Michael. Ich kenne all deine Tricks. Den werfen wir nicht ab. Keine Gewalt gegen Tiere. Oh. So geht das. Ich finde dich, Jeff. Und dann was? Oho. Es reicht. Oh, oh, ja. Nichts da. Jetzt bist du dran. Hab dich, das war's. Endstation. Hast du mich jetzt flachgelegt? Ich weiß nicht. Ich glaube, das wüsstest du, wenn es so wäre. Okay, okay. Mal sehen. Sagen wir also mal, ich habe gewonnen. Du bist eine würdige Gegnerin, Miss Jessica, die Schneeball-Queen. Okay, das klingt fast schon reizvoll. My Lady? Schneeball! Ah! Okay. Okay, jetzt bist du dran. Womit bin ich dran? Tja, da fällt mir mindestens eine Sache ein. Ja? Aber du musst noch warten. Bis später. Wir sollten ja, was aufstehen. Denn? Ja, auch wenn es hier echt schön ist. Einer atemberaubend. Ich meine, ich könnte auch hier bleiben für ziemlich lange, vorausgesetzt. Ich könnte mit dir rummachen. Nur rummachen? In Gänsefüßchen. Tja, ich fürchte, irgendwo zwischen diesen Gänsefüßchen frieren wir uns zu Tode. Hier. Oder kommt noch jemand hoch, oder was? Da sind wir wieder. Oh, der Doktor. In der Gesellschaft von guten Freunden seit der letzten Sitzung. Dieses Mal versuchen wir, zu den Wurzeln deiner Ängste vorzudringen. Oh je. Jetzt nimm dieses Buch und blättere darin. Du siehst da Sets aus Bildern und Symbolen. Ich möchte, dass du mir sagst, welches Bild in jedem Set dich jeweils am meisten verängstigt. Hä? Warum sollte mich überhaupt jemand nervös machen?
Wir sagen, Männer machen mich nervös. Gedränge macht mir Angst. Das ist schwer, finde ich beide scheiße. Ich fürchte mich vor Höhen. Schlangen sind krasser. Der guckt ja gar nicht hin. Messer, Waffen gibt's nämlich nicht. Schlangen sind immer noch krasser als Kakerlaken. Ganz klar. Mir macht keiner von denen Angst, hallo? Ja, was mache ich jetzt? Vogelscheuchen. Krähen finde ich nicht so schlimm. Bin ich nicht. Versuche es etwas schneller. Je mehr du dich auf deine Instinkte verlässt, desto ehrlicher sind die Antworten und desto aufschlussreicher wird dieses Erlebnis. Okay, Junge. Schlange. Blut. Zombies. Wölfe, ist ja wohl klar. Blut macht mir jetzt nicht gefährlich. Gewitter ist mir Latte. Das ist sehr interessant. Danke dafür, dass du so gründlich warst. Schlangen, Zombies. Und Wölfe. Tolle Kombination. Klingt perfekt für Freitagnacht. Was? Wow. Tja, ich fürchte, unsere Zeit ist mal wieder um, aber ich verspreche, wir sehen uns bald wieder. Kommt der jetzt immer und fragt mich Sachen, vor denen ich Angst habe, oder was? Das ist...